55. Folge zu Let's Play Feed the Beast Ultimate. Wir sind hier noch bei unserem Quarryloch und versuchen noch die letzten Reste rauszukratzen, die für uns persönlich noch am wichtigsten zu sein scheinen. Und ja, wie ihr sagt, in der letzten Folge habe ich ja kurz angesprochen, ihr habt hier, was so die zukünftigen Pläne sind, und ich glaube, in dieser Folge werde ich dann mal anfangen, das Straßennetz wieder zu erweitern. Zumindest die grobe Schemata davon. Also, Begradien von der Fläche, denn Bordstein legen und schon mal die Vertiefung für. Oh, Emerald. Und die Vertiefung für. Für die Rockwolle anlegen. Ja, wie gesagt, es ist gerade ein bisschen tricky hier mit dem Einsammeln der Items hier. Ihr seht das ja selber schon. Ich tue mich da gerade ein bisschen schwer. Naja, wie gesagt, wir kratzen hier noch die letzten Reste raus, die wir so aus unserem Quarryloch bekommen. Und dann werde ich sie bei Zeiten mal umstellen. So, gut. Haben wir noch Äpfel irgendwo gehabt? Wir haben keine Äpfel mehr. Okay. Müssen wir jetzt so überleben. Ja, wie ihr sagt, also ich brauche auf jeden Fall hier Unmengen noch von Rohstoffen. Gerade weil ich hier so viel Mist noch zu tun habe. Oh, sehr schön. Schön noch ein bisschen Uran. Und den Nuklearreaktor muss ich ja auch noch in Stand setzen. Das wird ein Spaß. Eine schöne fummelige Arbeit auf jeden Fall. Aber da werde ich dann noch ein paar Plate-Bending-Machines mir zusammenschustern und dann geht's richtig ab. So, was haben wir hier noch? Nochmal ein bisschen Uran. Nehmen wir natürlich mit. Da ist noch eine ganze Menge Zinn. Ne, da ist noch ein Stück. Gut, ja, wie gesagt, also da bin ich jetzt so viel von mit dabei. Und ja, ich werde jetzt hier noch mal ein bisschen das Quarryloch ausschlachten, so dass ich dann halt an die Rohstoffe komme, um dann halt weiter meine Maschinerie zusammenzuschustern. So dass ich dann langsam aber sicher anfangen kann, hier Sachen zu automatisieren. Außerdem kann ich die ganzen Materialien hier gut dafür verwenden, um dann halt an andere Rohstoffe zu kommen. Also handeln. Gut. Denn noch das Eisen hier. Nochmal Eisen. Das kann sich jetzt ein bisschen hinziehen. Währenddessen habe ich auch schon wieder weitergearbeitet an meiner Hintergrundmusik für die Videos. Und da will ich ja verschiedene Themenbereiche dann halt abdecken. Und dazu brauche ich auch halt dann verschiedene Musikstücke für die diversen Situationen denn. Aber gut. Na, können wir? Ne, können wir nicht mehr. Dann schmeißen wir hier mal das Kabelzone aus und dann geht's weiter. Oh, hier schon wieder Emerald. Dann nehmen wir hier den Eis noch weg. Den noch den Redstone. Und dann gucken wir nochmal. Nochmal Emerald. Und nochmal Emerald. Ja, läuft. Und hier ist nochmal Saphir. Grüner Saphir. Warum das eigentlich grün? Gibt es wirklich grünen Saphir? Mal ganz ehrlich, gibt es sowas? Ich meine, ein grüner Edelstein ist für mich immer Smaragd. Vielleicht könnt ihr da mal was in den Kommentaren schreiben oder so und mich ein bisschen aufklären, damit ich nicht dumm sterbe. Mal ganz ehrlich, bei mir so Quatsch ist das, grüner Saphir. Saphir ist immer blau. Meiner Meinung nach.
Wenn ihr mich da aufklärt, wäre ich euch sehr verbunden. Gut. Da ist noch Eisen. Guck mal ihn an. Und dann können wir mal kurz gucken, wie viel. Wie viel Emerald wir denn schon so gesammelt haben und wie viel Iridium und den ganzen Quatsch da. So dass wir dann da weiter unser Reichtum vorantreiben. Auf jeden Fall ist da noch hier geplant ein Safe, in dem ich dann halt wahrscheinlich mit Warded Stone oder so eine Safe zusammenbasteln tue und dann da halt diverse Gegenstände einsortieren kann, die extremst wichtig sind. So. Gut. Ich glaube, das müsste es eigentlich gewesen sein hier. Den Rest macht die Quarry dann und dann kann ich ja nicht wieder abdampfen. Oh, schon wieder Emerald. Ach, hab ich ein Glück. Emerald ist ja extrem wichtig und teuer. Farriers genauso. Weil aus Farriers kriegen wir dann nämlich wieder einen Stack davon raus. Aus Farriers kriegen wir dann nämlich unser Titan. Unser Aluminium. Nein, auch nicht. Genau. Wir kriegen daraus unser Platin und unser Iridium. Ha. So, gut. Und dann dampfen wir wieder ab nach Hause. Pumpen haben wir jetzt schon wieder umgesetzt, ihr habt. Neta. Sodass wir dann da gleich durchfliegen können. Wahrscheinlich darf ich sie jetzt sowieso nochmal umsetzen, weil. Weil halt hier schon wieder nichts durchläuft. Sag doch. Gut. Wir gucken mal. Emerald 99. 104. Und jetzt Iridium. Haben wir auch wieder ein Erz mehr gekriegt. So, dann schmeißen wir alles drin. Und in der Theorie kann ich doch eigentlich schon langsam mal verkaufen gehen. Aber bevor ich das mache, brauche ich nochmal einen Stapel Äpfel. Damit ich mal ein bisschen was hier zulegen kann. So, gut. Hey, hier wurde überall kaputt gemacht, ey. Das kotzt einen an. Jetzt weiß ich auch wieder, was ich machen wollte. Ich wollte doch den Dings anhauen. Einen Admin. Guck mal, so straßetechnisch wären wir mal hier. Wir gucken mal kurz auf die Chunks. Ja, hier sieht ganz gut aus. Also 1, 2, 3, 4 und dann. Ne, Quatsch. Also 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jetzt musste ich kurz niesen. 1, 2, 3. Gut. Können wir so machen. Also 1, 2, 3, 4. Zack. Ne, hier, zack. So, wie viel haben wir jetzt hier? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9. So viel müssen es sein. So, und dann hauen wir mal hier ein bisschen was weg. Weil das muss ja alles weg hier, damit wir die Straße weiterführen können. Und dann bauen wir eine Brücke darüber. Ah, das tut einen Spaß. So, nochmal eine Runde, nochmal eine Runde, nochmal eine Runde und so weiter. So, und hier fängt dann die Straße an. Hier mache ich dann die Straße also weiter. Ah, das war nicht so eine gute Idee. Machen erstmal hier Wasser draus. Wasser sieht schöner aus.
So. Ja, mit dem Drill funktioniert das ganz gut. Vielleicht kann ich auch einfach mal eine Fackel hinsetzen. Die sind so ein bisschen was aufwärmt. Was passiert denn eigentlich, wenn ich jetzt der Lava... Nee, Mike ist lieber nicht. Das geht auf jeden Fall schief, denn... So, hier kommen wir denn... Ja, hier am Rand, das wird vielleicht ein bisschen tricky. Aber na gut, okay. Ja, wir befreien erstmal hier den See. Weil es ja sonst blöd, wenn man hier... Gut, hier müssen wir dann ran. Okay, mit der Fackel funktioniert sowieso nicht. Nicht mal ein bisschen. Also der Schnee, der bleibt hier nicht weg. Der geht hier nicht weg. Deswegen wir da nicht so viel Schnitte haben. So, gut. Oh, was ist das denn? Alter, hier wurde überall gegrieft, ey. Ich werd wahnsinnig. Du hörst zum Kotzen, ey, jedes Mal. Ich wollte gerade sagen, geledigt. Ah, verdammt. Gut, alles klar, dann weg damit. So, ja, dann habe ich jetzt erstmal hier das auch durch, das Thema. Dann kann ich erstmal den Mist hier wegmachen. Ja, da fehlt noch ein, zwei Stück. Gut. Oh. So, der passt jetzt wieder. Hier wurde auch für irgendeinen Quatsch gemacht. Ich fasste dich, Alter. Ich kriege am Rad. Jedes Mal den gleichen Scheiß hier mit den scheiß Griefern. So, jetzt machen wir hier den Mist erstmal weg. Und dann müssen wir da. Warte mal, wir haben noch was anderes noch, oder? Ne, den Rock Crusher haben wir irgendwie nicht mehr. Ach ne, den haben wir ja letztens erst verloren gehabt, wo wir da außersehen von einem Pigman erwischt wurden. In einer Advanced Chest. Ja, ja. Was kann auch dem Besten passieren? Gut, jetzt mache ich hier erstmal den Scheiß weg, weil, ganz ehrlich. Nervt.
So, und dann schauen wir mal, was ich sonst noch so machen kann. Vielleicht müsste ich mich mal im TS einfinden und mal fragen. Sodass ich dann weiß, was ich denn alles für den Nuklearreaktor brauchen kann. Meine Fresse. Die haben sogar die Blätter hier weggenommen, ey. Ich fass es nicht. Ne, wirklich, da krieg ich, da werde ich sauer. Die haben mir so, ja, die Steine weggenommen. Was sind das für kranke Spinner? Ja, das regt mich total auf. Also wirklich, dieser Vandalismus, Vollidioten hier. Also wirklich, das sind nur Vollidioten. Wenn Nazis als Vollidioten bezeichnet werden dürfen, dann darf ich die wohl auch als Vollidioten bezeichnen. Weil die machen genauso Sachen falsch. Aber na gut. Wir kommen jetzt mal wieder runter. Gucken mal kurz nach unserer Pumpe. Können mal schnell, damit wir einen neuen roten Saft kommen. Und dann schauen wir mal. So, jetzt machen wir hier die Winch Watered Stones weg. Da laufen die Pumpen weiter nach unten. Hoffe ich. Ja. Bewegen tun sie sich schon mal. Und. Stopp. Gut. Zugemacht. Und ab nach Hause wieder. Ja, auf der Minimap sieht man schon. Also, jetzt noch. Jetzt nicht mehr. Dass da schon einiges abgepumpt wurde. Gut. Schauen wir uns nochmal um. Vielleicht fehlt ja irgendwo anders noch was. Weil ich ja hier die Chunks gekauft, ihr habt schon. Und wie gesagt, theoretisch könnte ich ja mal wieder. Ich guck mal kurz in der Kasse. Wir haben jetzt 33.000 drinne und 5.000 brauchen wir pro Tag. Also. Deposit 5.000. Zack. Damit ist er wieder ein bisschen mehr drin und der Raikun, der freut sich. So, und dafür. Vielleicht der Raikun ja gerade online. Okay, also Xalquorium wieder umbasteln. Ah, da fehlt ja natürlich noch was. So, zack, 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 zack. Fertig. Dann die nächsten. Zack, 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 zack. Fertig. Die nächsten. Zack, 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 zack. Fertig. Die nächsten. Zack, 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 zack. Fertig. Die nächsten. Und zack, 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 zack. Fertig. So. Gut. Alles klar. Dann können wir mal verkaufen gehen. Obwohl, nö. Können wir noch nicht. Wir müssen ja noch, Bags holen. Am besten zwei. Dann verstauen wir hier erstmal alles. So, sortieren. Und dann brauchen wir noch Quarz. Davon können wir nämlich auch noch welche verkaufen. Ja, nicht diese Quarz, sondern wirklich nur diese hier. So, und dann ab zum Shop. Wieder ein paar Sachen verkaufen. Wuhu! Wir gucken mal kurz in unsere Kasse. Wie viel haben wir überhaupt noch? 8.695. Da ist doch hier wieder noch Land nach oben, um das aufzustocken. Und als erstes werden wir natürlich das hier verkaufen. Eins.
Nee, Quatsch. 1, 5, 1, 5. So, 499. Und dann braucht man natürlich wieder das Zeug aus unserer Backtasche. Yep, genau das ist falsch gewesen. So. Wir verkaufen hier 240. 247. 200. 241. Und 222. So, und gucken wir mal in unser Lager, ob wir noch was haben. Nö, alles gut. Und jetzt gucken wir bei Money. Und wir haben wieder unsere 10.000. Sehr geil. Ja, das brummt, das Geschäft. So, dann wieder T-Spawn. Hat wer 13? Alter, 13! 13! Da geht man einmal in die Farmwelt, da kann man sich... Ist auch real. Nicht aufregen. Es geht mir nichts an. Ich habe damit nichts zu tun. Und dann ist es gut. Aber wir können ja schon mal... $1. Mal sehen, ob sie jetzt kaufen. Ich liebe diese Farm. Auch wenn hin und wieder mal ein paar Sepplinge fehl am Platz sind. Aber na gut. Okay, ja, hier unsere Farm, die haben wir jetzt so stillgelegt gehabt und es passt eigentlich schon so. So, dann wollen wir mal wissen, was brauchen wir alles für einen Nuklearreaktor. Aber da werde ich mir jetzt mal später schlau machen. Wir schauen uns jetzt mal noch was anderes an. Und zwar unsere Labatronic Charge Pads von oben, um uns nochmal schnell aufzuladen. Und dann werden wir hier die Sachen wieder verstauen und dann schau ich mal. 87, 88, 91. Läuft. So, jetzt schalten wir wieder an. Mal sehen. Dafür ziehen wir hier den Stecker. Dann sollte erstmal so durchlaufen. Dann können wir nämlich hier. Das ist jetzt hier. Ja, die produzieren alle 16 EU pro Tick. Also doppelt so viel wie eine. Advanced Solar Panel. Dafür verbrauchen die aber auch solche super süßen Zellen. Die hier, genau, die Hydrogenzellen, davon halten mich nur 1092. Obwohl, jetzt wo ich es nochmal anspreche, muss ich nochmal Bauxit nachlegen. Und dann sollen sie mal da weiterarbeiten. Brauche ich nochmal zwei Stapel Zellen. Mal hier, mal da. Und dann können sie da jetzt mal weiterarbeiten. So, gut. Nächste Thema. Wir müssen hier nochmal nachschauen wegen unserer... Ich musste das unbedingt automatisieren langsam. Aber na gut. Jetzt wollen wir erstmal Hahn und Glas. Jetzt können wir unseren Raum da unten eigentlich vollenden. Ja, hier fehlt nämlich noch was. Fehlt eine ganze Menge so, ja. Ja, und ich verbaue mich hier auch gerade eine ganze Menge. So, jetzt. Zack, einmal weg. Und zack, zweimal weg. Ne?
Will jetzt bloß nicht den Stein darüber abbauen, deswegen muss ich da ein klein wenig vorsichtiger sein. So, zack, 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 zack. Und da unten noch. Schon wieder verbaut. Ganz gut, ganz gut. Und theoretisch ist die Wand komplettiert. Und dann könnte ich dahinter mit einem Ausgang vielleicht nochmal dann diese Tür in die Schichte machen. So, wir gucken mal kurz. Gut, das war der falsche. Wir gucken mal hier. Und dann werden wir mal weiter hier mit dem okay, da fehlt uns natürlich was. Wir brauchen noch diese Platten. Und davon haben wir noch genügend sogar. So, und jetzt brauchen wir noch mal Stein. Wir haben ja hier fleißig backen lassen. Oh ne, wir brauchen natürlich zweimal. Oder viermal. Ja, das müsste für Türen reichen. So, dann werden wir hier nochmal schnell ein paar Sicherheitstüren bauen. Eins, zwei, drei, vier. Und diese werden wir dann da einsetzen. So. Also dieser Raum hier ist jetzt gerade nuklearsicher. Das heißt, hier bleiben die Strahlungen und die ganzen Quatschdinger drinne. Jetzt werden wir aber hier die Türen einsetzen. Und jetzt kommen wir nicht mehr raus. Ha! So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Slabs. Nee. Wie hießen die? Was kann man nochmal damit machen? 1, 2, 3. Okay, wartet ihr hier? Nö. Wartet ihr? Nö. 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 Nope. Nope. Das muss doch hier irgendwo sein. Dann nehmen wir mal normale Oakwood. Auch nicht. Du meine Güte, wie machen noch mal die Steps? Haha. Ja, gut, okay, machen wir das erstmal mit dem Lever. Und dann gucken wir mal schnell nach, wie das Ding nochmal hieß. So, und zwar war das mit der Werkbank hier. Und dann waren das halt zwei Platten. Wir geben mal einen Plank. Und das Ding hieß Plate. Okay. Wir gucken noch mal nach was anderes. Vielleicht gibt es ja noch ein paar andere Plates. Und zwar die aus Reinforced Stone. Gab's nicht. Gut, okay. Oh, das geht auf. So, 1, 2, 3, 4. Ja, das müsste genügen. So, und dann nehmen wir nochmal Reinforced Stone mit. Und dass wir da ganz genüglich landen können. Zack. Zack. Und jetzt die Obsidianplatten hin. So, und jedes Mal, wenn wir jetzt hier raus wollen oder drin wollen,
Ist die Tür abgesichert durch Iron Doors? Eigentlich nicht. Eigentlich heißen die ja Reinforced Doors. Ja, und das ist das Spiel. So, ja, wie gesagt, wir sehen uns dann aber wirklich mal in der nächsten Folge wieder. Und bis dahin habe ich schon mich ein bisschen schlau gemacht, so mit dem Nuklearreaktor, und dann werde ich euch mit zum Crafting mitnehmen. So, von mir aus war's das. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst euch gut gehen und haut rein. Tschüssi!